Mehr Lehrkräfte für den ländlichen Raum. Das ist das Ziel eines gemeinsamen Projektes des Bildungsministeriums Mecklenburg-Vorpommern und des Zentrums für Lehrerbildung und Bildungsforschung. Am 3. Juni startete dafür die Lehrerlandpartie. 44 angehende Pädagogen aus Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Rheinland-Pfalz und Berlin hatten sich angemeldet, um sich von Rostock aus gemeinsam mit Bildungsministerin Bettina Martin auf den Weg nach Vorpommern zu machen. Es ist generell übrigens auch nicht nur in Mecklenburg-Vorpommern, sondern generell im Moment schwierig, genügend Lehrer zu finden. Wir haben einen sogenannten Lehrermangel. Wir haben ein neues Schuljahr im August, das startet. Wir suchen da noch Lehrerinnen und Lehrer und deswegen werben wir. Es gibt ganz tolle Schulen im ländlichen Raum. Wir werden uns einige anschauen und es lohnt sich, da mal reinzuschauen und dort auch zu lehren. Sie sehen die Landschaft, Sie sehen, wie gut die Bedingungen dort sind, an denen man in den Schulen arbeitet. Und wir hoffen natürlich, dass wir dadurch Studierende dazu auch bewegen können, dort Praktika zu machen, vielleicht auch ein Referendariat zu machen. Mit dem Bus sollte es zunächst nach Greifswald gehen. Dann stand unter anderem der Besuch von regionalen Schulen und Grundschulen in Pasewalk, Löcknitz, Eggesin, Albeck, Torgelow und Ueckermünde auf dem Programm. Zur dreitägigen Tour gehörte auch ein Begleitprogramm, um zu zeigen, wie attraktiv das Leben in Vorpommern ist. Ende 2018 hatten sich bereits Schulen aus dem ländlichen Raum an den lehrerbildenden Universitäten Greifswald und Rostock präsentiert. Jetzt ging es darum, direkt vor Ort Kontakte zu machen und die Region ins Herz zu schließen.